Hallo Freunde, ich bin's wieder. Dieses Mal starten wir mit der Betankungsanlage. Ja, mal sehen, was wir hier so haben. Imperiales Treibstoffdepot, ergo die Kaperung. Hintergrund. Moment. Mithilfe der Daten von den Bändern konnte ich die Route des nächsten Schmugglerschiffs verfolgen. Die Route führt zum... Ach Gott! Was ist jetzt los? Supersternzerstörer Executor. Wir haben herausgefunden, dass die Arkhammer aus Sicherheitsgründen in periodischen Abständen ihre Position wechselt und sich versteckt. Falsche Richtung. Das einzige Schiff, das über die aktuelle Position der Arkhammer Bescheid weiß, ist die Executor. Die Frachter der Schmuggler treffen sich mit der Executor, die denn dann zur Arkhammer fliegt. Schickes Ding. Mission. Der einzige Weg, um zur Arkhammer zu gelangen, ist es, das Schmugglerschiff zu kapern, bevor es die Executor erreicht. Der Schmuggler wird ein leichtes Ziel sein, wenn er bei Treibstoffdepot ergo auftankt. Kapere das Schiff und triff dich als Schmuggler getarnt mit dem Executor. Du musst dich an Bord der Executor noch ein bisschen runter schleichen und dort so lange warten, bis die Arkhammer eintrifft. Für den Rest der Mission kann ich dir leider keine Rückendeckung bieten, deshalb sei vorsichtig und pass auf dich auf. Ziele. Geh an Bord des Schmugglerschiffs, kapere das Schiff. Hört sich einfach an. Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Erstmal starte ich mit Minen in der Hand, was sehr merkwürdig ist. Okay. Das war's. Okay. What the? Aha. Ja, Luftschleuse. Irgendwie. Da ist der! Stopp ihn! Gut. Dann sehen wir nochmal zu, dass wir die hier an optische Schleuse bekommen. Auch wenn das mit dem Schaden hier nur minimal ist, dann muss ich trotzdem nicht hier permanent abschießen lassen. Da habe ich schon einiges eingesammelt. Schon den nächsten, der was drauf haben will. Ich guck mal auf die Karte. Ja, eine Treppe, das war irgendwie klar. Noch komme ich ja ohne klar, da kann ich ja mal ein bisschen so durch die Gegend laufen. Kapern heißt ja eigentlich nur alles abschießen, was sich auf diesem blöden Schiff bewegt. Und dann sollte das Ganze doch schon theoretisch beendet sein. Oh, ich habe eine Vermutung, was passiert, wenn ich die Gruppe da anschieße. Genau das. Supermunition. Aha. Supermunition. Yay. Die Frage ist noch. Supermunition, was mache ich damit? Leute abschießen, ganz klar, aber dafür brauche ich erstmal Gegner und die sehe ich nicht. Und schicke Explosion. Sehr cool, einfach in den Rücken geschossen und er bemerkt das praktisch. So geht's auch. Oh, ich bin schon recht weit rumgekommen, würde ich mal sagen. Die Frage ist, habe ich alles gefunden und erledigt, was da auf dem Weg war? Das glaube ich nämlich nicht eigentlich. Deshalb bin ich am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch nochmal zurückgehen soll. Außer natürlich, ich treffe jetzt hier wieder auf das, dieselbe Rundbahn wie... Das sieht nicht danach aus, als ob es dieselbe wäre.
Oh, doch, doch, es ist eine Bahn. Und da geht's nichts eigentlich drauf. Das ist sehr merkwürdig, aber okay. Wollen wir doch mal gucken. Das haben wir also schon gesehen. Aber wir haben zum Beispiel einen Gegner übersehen. Den Computer an der Decke. Oder hier sowas. Das haben wir auch übersehen. Okay. Ich würde sagen, von der anderen Seite. Genau, da kommen sie nämlich auf. Ja. Oh, den gibt's auch noch. Okay, das ist nicht unbedingt erwartet. Ja. Wow, 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 wow. Was war das denn? Das ist irgendwas ganz Fieses. Ah ja. Ein Kopfgeldjäger oder Schmuggler, je nachdem. Ja. Schön, damit hätten wir alle besiegt. Zumindest da einen kleinen Raumabschnitt. Jetzt kommen wir nochmal zur Kontrolle vom Rest. Vielleicht haben wir da ja noch was, was... ja, mal sehen. Okay. Das hier ist der Aufenthaltsraum von den bösen Jungs. Sehr interessant. Wow, ein Treffer. Ah, der blaue Schlüssel. Ich hätte eh hier lang gemusst. Demnach ist es auch schon mal gut, dass ich hier lang gegangen bin. Dann muss ich das nachher nicht nochmal ewig suchen. Jetzt nur die Frage. Gibt es hier noch Gegner oder nicht? Da halten wir noch einen. Das sollte schon selber wert sein. Ja, okay. Noch ein normaler Fußsoldat. Ist die Frage, wo der herkam, aber... Naja. Tauchen wohl immer wieder mal auf. Na? Sogar noch ein. Noch ein. Aber das war's dann auch. Wir waren auf dem Weg hier rum. Und hier haben wir dann... Irgendwas... Ah, ja, okay. So schnell geht's. Oh Gott, jetzt bin ich ja hier irgendwo innen drin. Ah, ja, da... haben wir doch wieder was ganz Übles. Ah, komm schon. Schmuggler sind schon nicht ganz ohne hier. Kann man denn dran nicht irgendwie zu erwischen? Hm. Vielleicht sollte ich wirklich mal auf den ihre Waffen umsteigen. Und war das die hier? Nein, ich glaube nicht, aber die ist auch ganz gut. Das hier könnte sie gewesen sein. Ich weiß es nicht. Oh ja, das war sie. Gut. Hier hatte ich, glaube ich, auch noch was gesehen gehabt. Okay, so funktioniert das also auch. Sehr interessant. Ich habe gerade ohne Karte wäre ich gerade in den ganzen Windungen hier ein bisschen untergegangen. Nehme ich mal an. Okay. Ah, sehr schön. Tot. Und zwar komplett. Oh, das ist ein Aufzug. Immer hier los ist. Ich werde offensichtlich nicht irgendwie vergast oder so. Hm. Sehr interessant, was hier alles los ist. Okay.
Ich habe keine Ahnung, wo ich da irgendwie gerade eben drin war und warum das so einen Aufstand gibt, aber irgendwie Schmugglerschiff. Gucken wir doch noch mal. Schmuggler haben meist schicke Sachen dabei. Ja, okay. Hätte ich jetzt dabei irgendwie Leben verloren, was normalerweise ja der Fall gewesen wäre, wäre das jetzt nicht so lustig gewesen. Aber naja. Gut, dann sind wir auch schon fast einmal wieder drumherum. Das war hier irgendwie... Oh, da war ja noch einer. Interessant. Macht ihn fertig! Eine Treppe, die bin ich auch noch nicht hochgegangen. Warum auch immer ich da noch nicht hochgegangen bin? Was haben wir hier? Munition, Raketen, irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Menge davon. Okay, diese Tür geht nicht auf. Komisch, dass da kein Hinweis kommt von wegen, ja, dir fehlt der Schlüssel so und so oder irgendwas, aber nee, ja, kommt auch vor. Nun dann, wollen wir doch mal sehen, wo wir hier nochmal hinkommen. Auch eine Treppe, auch schon erkundet. Stehen bleiben! Ach ja, hier war das mit den Minen. Aber hier war es ja auch so, dass ich... Ah, da war was. Bin ich da runtergefahren oder hochgefahren? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja. So. Hier war ja nichts mehr. Demnach kann ich theoretisch hier weitermachen, da ich ja mit dem Aufzug auch nicht weitergekommen bin. Jetzt ist nur die Frage, womit mache ich am besten weiter? Upsala. Jetzt bin ich auf einer Zwischenebene. Aha. Jetzt habe ich irgendwas aktiviert. Die sind alle schon tot. Warum sind die alle schon tot? Bin ich hier auch schon gewesen? Sieht so aus. Dann gehe ich doch einfach mal runter, weil ich da noch nicht komplett überall gewesen bin. Oh, das hätte ich gar nicht gebraucht. Die haben sich selbst in die Luft gejagt. Das geht hier sehr schnell mit den Leuten in die Luft jagen. Gut, und... ist die Frage... Ah, da ist was zu aktivieren. Das ist die Frage, was ich aktiviert habe. Wie gesagt, die Frage, was ich aktiviert habe. Tür geöffnet oder sowas in die Richtung. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Hey, ich krieg den da oben. Ja, weniger. Ich muss mehr Aktivierungsgraben haben. Ja, Schmugglerschiff übernehmen. Wie macht man das am besten? Ein Schmugglerschiff übernehmen. Gute Frage.